Willkommen zum zweiten Teil von Worms WND zusammen mit Gok. Ihn und mich seht ihr gleich im Video. Viel Spaß. Aber ich meinte, es hat viel Schaden gemacht. Ja, dafür kriegst du vielleicht auch das Logo jetzt. Oh Mann. Also. Nee. Wie alle auch nach drüben fliegen. Ich glaube, eine ist da gelandet, oder? Zwei sind bei denen gelandet. Ah, und die restlichen zu uns. Großartige Leistung. Ich hab drei Würmer vernichtet. Ja, würde ich ja auch. Ja, aber ich hab noch einige. Ja, ich nicht. Ja. 60 macht das. Stark, ja. Hey, was macht er? Jetzt ist er nächste Runde tot. Nein. Das Scharfschützengewehr gibt's nicht mehr. Okay. Was ist das denn? Ja, der leckere Wurmschleck. Was zum Teufel ist das? Probier es aus. Ja, nee, nachher verhau ich dann. Warte mal. So. Das sieht doch jetzt schon besser aus, wenn jetzt eine heilige Handgranate runterfällt. Schmeiß ich eh komplett falsch. Ich glaube, das trifft gerade so. Aber nicht viel. 40 noch auf die Entfernung. Nicht schlecht. Wow. Ich schieße eine Bananenbombe in dieses Loch. Ja, ich habe nur noch eine. Ja, wo ist denn der Typ hier unten hin? Fuck, wo schon? Weil er sich wieder im Zelt verkämmt. Nein! Ich wollte auf dem Fass landen. Und dann, damit ich dann auf dich schießen kann da unten. Aua, das hat ja nicht so gut geklappt. Gavin, ach der arme Gavin. Wenn ich eine heilige Handgranate da reintreffe, bist du tot. Ja. Wenn ich sie nicht treffe, bin ich tot. Alles oder nichts. Oh mein Gott. Der war ein bisschen stark. Okay. Wolltest du die Kisten jetzt mitnehmen? Nein. Achso, du hast dich nicht getraut, von da oben zu werfen. Nö. Oh ja. Boah, wie weit weg willst du? Das tut weh. Jetzt gehört mir die untere Ebene mir. Und was willst du damit? In einer Minute 17 sterben? Ich hab noch zwei Teleporter. Ja gut. Aber zwei Würmer da unten. Aber da kannst du nichts machen nach dem Teleporter. Dann bist du irgendwie offenes Feuer. Ja, aber ich kann da oben in die Ecke, wo das Medipack ist. Da trifft mich keiner mehr. Doch, die KI. Ja gut, die macht natürlich wieder einen Trickshot durch. Was ist denn der Renner? Der Renner? Ach, Brenner. Ach so. Was? Ich hab da Brenner gelesen. Ah ja. Ja, was der Renner ist, ist das Spiel. Anders als die Würmer, die sind nicht so schnell. Hä? Also das du hattest Wind, du hattest Rücken, wie die ist zu weit geflogen. Das ist natürlich hart. Naja, dann muss ich da ein Loch reinschießen. Ja. Und dann kannst du abhauen. Ziemlich großes Loch. Ja. Ja, schade, wenn da eine Lenkrakete reinkommt. Doppelt hält besser. Das ist das Ende von G-Dog. Und dem Bohrfahrzeugleiter, das ich gerne benutzt. Nein, das Bohrfahrzeug geht noch, oder? Nee, ich glaube nicht. Er hat noch zwei Leben. Oha. Voll der Hardwork. Erinnert mich an die Bossmusik von diesem Techniktypen in Bionicle Heroes. Wer kennt noch Bionicle Heroes, Leute? Er haut rein! Er geht komplett durchziehen! Okay, bin ich ehrlich, vernünftige Entscheidung. So, mir kam nämlich ein brillanter Plan, ich hau hier ab. Oh nein. Oh Gott. Ich hab noch drei.
Wo willst du hin? Zu den Medipacks. Nein, die brauche ich. Ja. Du Penner. Hast mir eine gute Idee gebracht mit deinem Plan. Ey, nee. Kein Problem. So. Ey, nee. Wie kann ich G-Dog jetzt nehmen? Hallo? Na gar nicht, du kannst doch den da unten nicht rausschießen. Hä? Was ist hier los? Hast du nicht mehr das Waffenmenü? Ja doch, aber das hat gerade geruckelt. Ja, was mache ich hier jetzt? Ich bin leicht stuck. Gut, dass ich nicht da reingegangen bin. Ja, jetzt muss ich mich ja nur nach da oben teleportieren, wo G-Dog ist, und dann auf Sudden Death spielen. Hat er noch Teleporter? Extrem. Ja klar, ich hab drei. Drei? Ja. Ach so, gute Idee. Ich nehm den und hau wieder nach da drüben rein. Oder nach da oben. Merke ich da gut. Hawking ist ein guter Kumpel. Die Runde war jetzt richtig lost. Du hättest Hawking abschießen können, aber jetzt bist du einfach da, wo du angefangen hast. Ich hab 104 Leben. Ja, aber trotzdem. Ja! 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 Wie du mich wegnehmen wolltest. Ja, natürlich, aber ach nee. Jetzt kommt die Bananenbombe runter, die ich mir aufgespart habe. Nein, nimm Hawking. Nein, jetzt nehme ich dich. Du hast mich so oft genommen. Wann denn? Mit der Bananenbombe. Das war nicht geplant. Mit der heiligen Handgranate. Ja, du hast mich aber auch genommen. Was sind das schon wieder für Trickshots? Och nee, ey, ich wollte da oben hin, da hätte ich mich richtig verkämpfen können und dich mit dem Baseballschläger nicht. Ich weiß, das war dein Plan, aber er ist gescheitert. G-Dog, Bananenbombe auf wen? Und er nimmt jetzt ein Jetpack und schmeißt eine Bananenbombe runter. Granat, was macht der? Er ist am Arsch. Cheddar, make your mind up. Mild or mature. Auf wen sollte die gehen? Ich weiß nicht. Da war noch einer drin. Doch, war mir doch so, dass da einer war. Da war Boffins drin. War mir doch irgendwie so, dass da unten einer ist und das auf den wahrscheinlich geht. Oha. Nein. Ausgezeichneter Treffer. Oh, jetzt ist er frei. Ich komme da durch. Oh, jetzt sieht er mich als einziges Ziel. Yep. Oh. Und das war dieser Moment, in dem Gohok an seiner Taktik zweifelte. Das ist gar nicht gut. Kann er nicht verfehlen? Einmal? Oh! Anscheinend nicht. Der lebt noch? Ja klar. Ja, der hat über 100 Leben. Und, was mit dem Panzer? Nee, der kann nicht schwimmen. G-Dog. Ja, was will der jetzt machen? Er Boffins, der Kerl unten lebt noch. Ach, der lebt noch? Ja, der nimmt jetzt noch mit einer Bombe aus. Ey, der räuchert ihn richtig aus. Boffins hat also noch zwei als einziger, oder wie? Ja. Krass. Und die sind beide so hardcore tot. Also das wird ein spannendes Deathmatch hier. Denn wir sind alle ziemlich gleich aufgestellt. Ich gehe auf sicher. Aha! Durch meinen Tunnel! Ich kann die Dinger doch überhaupt nicht. Okay. Ich probier's jetzt. Okay. Jetzt geht der da mit der Uzi ran. Ein Leben hatte Pinker noch. Damit G-Dog. Ich glaube, das geht schief. Yep. Das ist zu doll.
Und es knallt. Diese Sprüche. Er haut rein. Warum nicht aufs Medikit? Du weißt, was jetzt kommt. Home Run. Nein! Lass die Maus los! Nein! Okay, das geht eigentlich. Echt jetzt? Was soll der Scheiß? Die Schrotflinte schießt zweimal? Ja. Wie viel Schaden macht die? Keine Ahnung. Es gibt nur eine Art, das herauszufinden. Ich glaube, das trifft. Meinst du? Hast du dich selbst getroffen? Nee, aber... Er kann sich nicht bewegen. Hä? Wie, du kannst dich bewegen? Er wurde vernichtet. Nein! Och. Gerade noch mitgekriegt. Habe ich gerade noch mitgekriegt, dass der jetzt gleich explodiert. So. Boffins. Reiß das. Ich setze Geld. Und so wurde Hugging Grook pleite. Pinker, wirklich, reiß das. Jetzt keine Ahnung, mach wieder irgend so einen deiner Trickshots. Alter, das war gefährlich. Und mach ihn weg. Ein Schuss, wie viel Leben hast du noch? 48, das ist möglich. Ein Bazooka-Schuss und du bist, glaube ich, tot. Pinker. Er verarscht mich jetzt nicht, oder? Ja. Warum nicht erst das Medikit noch mitgenommen? Bester Zug ever. Pinker, mein Geld. Ey, das ist... Nee. Mach stilvoll. Der hat ein Leben. Lass dir was einfallen. Okay. Hol ein Jetpack und stoß ihn. Ich komme doch nicht mit dem Jetpack zu ihm hin, oder? Wahrscheinlich nicht. Doch, wenn du mit dem Fallschirm auf das Zelt gehst, sollte das gehen. Das ist zu gefährlich. Ja, jetzt willst du einfach um was Uncooles. Du hast keine Lenkrakete mehr. Ja, eben, ich habe keine Lenkrakete mehr. Ich brauche eine Lenkrakete. Ja, die ist erst in der nächsten Runde fertig. Pinker. Jetzt zwei Medikits, das ist deine Chance, mehr Leben zu kriegen. Ja, Pinker! Oh mein Gott. Was sollte das werden? Oh, so sieht die Map also oben aus. Habe ich jetzt die Bazooka? Ja, ich habe die Lenkrakete. Ich hoffe, du versetzt die. Ich will wirklich, dass Pinker gewinnt. Was? Ja? Aber du kannst doch nicht wollen, dass eine KI gewinnt. Doch, lieber als du. Alter, was hast du gegen mich? Du hast mich ehrenlos vernichtet, weil ich meinen Baseballschläger versetzt habe. Ich habe ja auch so viele Waffen versetzt. Ja, jetzt fall schon runter ins Wasser. Mit B, mit der hast du wieder? B, ja. Warum bist du jetzt hier hingegangen? Das macht es doch nicht schwieriger. Obwohl, nee. War schon richtig. Jetzt kann ich doch einfach in die Richtung schießen. Wird nicht treffen. Hä? Du musst so schießen, dass die nach oben fliegt und dann hier irgendwo so aktiviert wird und dann auf Pinker fällt. Das ist doch gefährlich. Wie ist es gefährlich? Ja, wie soll ich das treffen? Ja, ist relativ einfach. Oder meinetwegen aktiviert sie sich hier irgendwo. Irgendwo, wo sie über Pinker ist. Aber ich kann doch nicht einschätzen, wie weit die fliegt. Naja, musst du halt einschätzen. Zu wenig. Darauf
schließen lässt, so. Ich meine, wie verkommen der Staat dieser Würmer ist, dass ich trotzdem der Oberwurm bin. Also da muss eigentlich ein Rematch folgen. Das geht ja so gar nicht. Ja, aber ich glaube, für diese Runde reicht das. Ja. Sagt uns mal, wie es bei euch so angekommen ist, Worms, ob wir das vielleicht öfter machen sollen. Vielleicht schaffen wir es nächstes Mal ja nicht gegen die KI zu verlieren, die einen Lebenspunkt aber mein hat. Mein Geld! Ja, Gurks Geld. Also, sagt, wie es bei euch angekommen ist. Könnt gerne Vorschläge machen, was für Spiele ich sonst vorstellen könnte, auch gerne mit Gurk zusammen. Und ansonsten sehen wir uns dann im nächsten Video, vielleicht ja bei Worms oder vielleicht auch bei einem anderen Spiel. Bis dahin, ciao. Du musst die Aufnahme noch beenden. Ja, natürlich. Das Spiel verkleinert. Ich hoffe, das lässt du einfach drin.